Bei dem Raspberry Pi Projekt ist es ja gewollt, aus einem kleinen Platinencomputer im Endeffekt ein funktionierendes Produkt dann auch zu entwickeln. Und in den ersten zwei Semestern des Studiums hat man halt noch recht wenig praktischen Anteile und das Projekt, das ersetzt das schon recht gut und deswegen hat das auch in den ersten zwei Semestern somit am meisten Sinn gemacht. Unsere Projektidee stand darin, ein Lichtschwert umzusetzen. Ein Schwert, was man aus den Star Wars Filmen hauptsächlich kennt. Das halt auch mit dem kleinen Platinencomputer umzusetzen. Entsprechend soll das Ganze leuchten, ganz mal demonstrieren. Und entsprechend aber dann auch Sounds ausgeben, wie man das aus den Filmen erkennt. Da zu dem Zeitpunkt dann auch der neue Star Wars Film im Kino war, hat man das gleich als Anstoß genommen und sich gedacht, ist eine gute Idee, ist so ein Kindheitstraum, dass man ein eigenes Lichtschwert hat und den haben wir uns jetzt mehr oder weniger mit erfüllt. Ja, um das Ganze dann umsetzen zu können, waren mehrere Teilmodule quasi nötig. Erstmal musste das Ganze irgendwie programmiertechnisch umgesetzt werden auf dem Raspberry Pi. Da gab es hier und da einige Schwierigkeiten, da wir auch der Kompaktheit willen mit einem kleineren Modell arbeiten mussten, dem es an einigen Stellen gemangelt hat und wir da uns Alternativen und Lösungsansätze suchen mussten. Ein zweiter Punkt wäre dann die ganze Umsetzung der Ansteuerung der LED für die Lichtklinge. Dass wir da schaltungstechnisch alles umsetzen, war ein bisschen Aufwand auch und hat auch uns gerade zum Ende hin noch einige Zeit gekostet. Dritter hauptsächlicher Punkt war dann auch die Implementierung von dem ganzen Sound, dass die Sounds sowohl funktionieren, wenn man das Lichtschwert aktiviert, deaktiviert. Dann aber auch das reine Ausgeben von den Sounds, da hat auch der kleinere, kompaktere Pi, den wir verwendet haben, keine direkten Möglichkeiten dazu bot und wir uns da auch wieder externen Lösungen suchen mussten. Ja, und damit das Ganze dann auch noch schön verpackt ist, mussten wir uns dann auch noch überlegen, wie wir das Gehäuse jetzt in eine schöne Form bekommen. Deswegen haben wir uns dann für einen gedrehten Alugriff entschieden. Und damit die High-Power-LED auch ihren Job machen kann und das Ganze nach einem Schwert aussieht, haben wir dann noch aus einer Plexiglasröhre mit Verspiegelung und einer lichtleitenden Folie dann die Klinge gebaut. Ja, so als Fazit, was das Projekt gebracht hat, könnte man schon mal anfangen mit sehr viel Spaß und auch ein paar Freundschaften hat es enger zusammengebracht und ja, an sich ein bisschen die Kenntnis erweitert über das Programmieren und auch über die Elektrotechnik nochmal, weil wir ja die ganze Schaltung auch konzipieren mussten und auch wie man überhaupt seine theoretischen Kenntnisse praktisch umsetzt und ja, wie man halt auch daran, sag ich mal, wächst und an ein Projekt rangeht, damit man das in Zukunft dann auch besser machen kann als vorher. Wir haben halt ein Lichtschwert noch.